Mensch. Ist es schon soweit? Wir müssen unsere Kinder wecken. Oh. Die Ruhe hat ein Ende und wir sind auch schon wieder spät dran. Also, na, das war jetzt echt eine schöne halbe Stunde, aber die ist jetzt vorbei. Ich wecke Vincent. Guten Morgen, Winnie, mein Guten Sonnenscheinchen. Morgen, Winnie. Aufstehen. Du musst gleich zur Schule. Die Schule wartet. Es wird wieder ein schöner Tag heute. Oh, was müssen die mich denn jetzt ärgern? Warum haben die denn so am frühen Morgen gute Laune? Winnie. Was nerven die denn? Ach, wie war das nochmal? Schritt nach rechts und links und Fuß nach rechts und links und dann drehen und wuhu. Yes. Schönen guten Morgen! Morgen! Ach, wie schön sie schläft. Sie ist aber jetzt so muss ruhig, sie aufstehen. Aber die Schule geht leider los. Du musst zur Schule. Aufstehen. Guten Morgen. So, wo bleibt denn Winnie jetzt auf einmal? Winnie, kommst du jetzt mal und vergiss deinen Turnbeutel nicht, denn heute steht Sport auf dem Programm, habe ich gelesen. Kinder, ich stelle euch Trinkpäckchen hin und jetzt kommt mal, was möchtet ihr frühstücken? Möchtet ihr Müsli, Brot? Kommt jetzt. Jeden Morgen das Gleiche mit euch. Sag mal, Winnie. Winnie, was ist denn los? Die Schule wartet. Oh, Winnie. Papa, müsst ihr komm, 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 komm. Aufstehen. Was soll das denn? Die müsste mal so nerven. Gib mir noch 5 Minuten, bitte. Mensch, du müsstest jetzt auch mal langsam aufstehen, Felicitas. Also, was möchtest du auf deinem Schulbrot haben? Käse, Wurst, Frischkäse? Ja, ja, ich stehe ja schon auf. Heilung. Oh mein Gott. Gleich gibt's wieder Gedränge im Bad. Ja, liebe Familie. Kinder, also, erzähl doch mal. Was habt ihr denn heute für Pläne? Hey, Mann, hör auf, das ist meins. Das ist der von Felicia, also. Ja, aber ich möchte auch einen haben. Mensch, ich hatte euch das doch dahingestellt für die Schule. Das ist doch gar nicht für heute Morgen. Ja, aber also, wenn ihr jetzt schon so gierig seid, dann habt ihr nichts mehr in der Schule. Das würde ich euch aber nicht empfehlen, Leute. Nee, also, was steht denn heute in der Schule an? Erzähl doch mal. Ja, wir haben Mathehausaufgaben. Wieso? Und Handys einkassiert. Wir sind doch ruhig. Warum bist du denn immer so? Wie also, bin ich denn? Ich bin die coolste Mutter, die man sich vorstellen kann. Ja, also wir sind generell die coolsten Eltern überhaupt. Ja, also, klar, so cool bist du. Ich habe gestern aus Versehen ein TikTok-Video gesehen. Das war, also ich bin schon cool, oder? Oh mein Gott. Und ihr wisst ja, euer Vater und ich, wir betreiben dieses super tolle, trendige Café. Mhm. Also, ihr könnt doch stolz sein, dass ihr so coole Eltern habt, Leute. Und es wäre schön, wenn ihr irgendwann unser Café übernehmen würdet. Ja, genau, du machst das, oder? Also ich fände es auch schon toll, wenn unsere beiden Jüngsten mal im Café ein bisschen arbeiten würden. Ja, dann könnt ihr da mal so verrückt. Wann wollen wir das denn machen? Neben der Schule? Ja. Sie wollte kennen. Haben wir aber keine Zeit mehr zu lernen. Also, als ich klein war, da hatte ich auch immer Zeit für solche Sachen. Apropos lernen, welche Klassenarbeiten stehen denn an? Warum sagst du denn lernen? Ich weiß nicht. Mathe! Ich habe morgen Mathe abzugeben. Und wann ist die Klassenarbeit? Hast du das schon gemacht? Hast du schon angefangen? Weil sonst heute Abend nehmen wir uns mal ein paar Minuten Zeit, dass ich da mit dir drauf gucke. Nein, Felicia, du wolltest mir doch helfen, oder? Ich? Ach ja, das finde ich doch hervorragend. Ach, schön, wenn die beiden mich also, das finde ich super. Also, das macht ihr beide. Ich kann da gar nicht heute Abend. Was hast du denn da? Ja, was hast du denn da? Ich weiß, was du da hast. Matheunterricht hast du da. Ich bin verabredet. Also, hier ist erstmal niemand verabredet. Jetzt geht's erstmal zur Schule. Ich habe gerade gesehen, es ist schon knapp. Ihr müsst euren Bus kriegen, Kinder. Also, los. Ich nehme den Bus jetzt freiwillig. Komm. Das nehme ich. Papa, fährst du uns heute? Nein. Nein, Papa fährt euch nicht. Und ihr wisst, als Papa und ich klein waren, da mussten wir kilometerweit zur Schule laufen. Ja, laufen musstet ihr. Ich weiß, du musstest über den Hügel. Und ihr dürft den Bus nehmen und genau. Der Bus ist direkt gegenüber. Ja, Mama, also, ein Hügel musstest du überqueren, genau. Aber das kannst du mal. Ja. Sie hat unsere Eltern. Ja, stimmt auch wieder. Naja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß in der Schule und viel Erfolg bei deinem Mathe-Ding-Zeugs da. Ja, ich kann heute Abend nicht, du weißt, ich bin in meinem Training. Tschüss! Ciao! Ach Mann, ey, warum müssen meine Eltern mich eigentlich immer aufhalten, ey? Boah, ich habe keine Lust, dass ich noch Ärger bekomme in der Dance Academy. Jetzt muss ich echt los.
Sorry. Sorry für die Verspätung, meine Eltern haben mich aufgehalten. Nimm dich das, die Choreo beginnt für diesen Moment. Ab auf deine Position. Und ich habe dann alle bereit. Und 5, 6, 7, 8 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nimm dich das. Nein, das machst du nicht richtig, nimm dich das. Du musst voll aus dem Groove. Was ist denn das? Ja, okay, nochmal. Ich bemühe mich auch. 5, 6, 7, 8 und 1 und 2. Und 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann verließ ich das! Ich bin voll aus dem Rhythmus! Verdammt. War das anstrengend. Verließ ich das und der Rest! Wir machen in 5 Minuten weiter! Wir machen weiter? Ich dachte, das wär's jetzt noch. Verdammt. Oh. Das passt ja jetzt gar nicht. Mist, da muss ich jetzt meinen Bruder anrufen und ihm sagen, er soll sich irgendeine Ausrede überlegen, damit meine Eltern nicht wissen, dass ich hier in der Dance Academy statt in der Schule bin. Ich schreibe ihm eine WhatsApp. Ja, das kenne ich schon, das TikTok. Nachricht von meiner Schwester. Jetzt bin ich gespannt. Ich soll was? Ich soll mir schon wieder eine Ausrede überlegen, warum sie heute wieder zu spät kommt? Ansonsten verrate ich dein Geheimnis. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Sie kann doch nicht mein Geheimnis ausplaudern bei Mama und Papa. Was lasse ich mir denn einfallen? Ich hab eine Idee. Mama, komm mal bitte. Ich muss mit dir reden. Was ist los, Vincent? Was ist in der Schule vorgefallen? Hast du mir was zu sagen? Oder geht's um die Mathearbeit? Mathe. Ach, morgen war die Mathearbeit. Ach ja, wir wollten ja noch zusammen lernen. Nein, Mama, es geht nicht um die Mathehausaufgaben. Du musst mir nicht beim Lernen helfen. Es geht um die Felicitas. Und zwar hat die Philly... Oh, sorry, ich meinte natürlich Felicitas. Sie muss heute länger bleiben, denn sie hat noch ein paar Aufgaben zu erledigen bei den Streitschlichtern. Ja, genau. Felicitas muss auch bei den Streitschlichtern Übungen machen, Übungen vorbereiten. Und du weißt ja, wie das ist. Und dann deswegen kam sie erst heute später. Ja. Bei den Streitschlichtern... Jetzt ist sie auch noch bei den Streitschlichtern. Dieses Mädchen nimmt sich einfach viel zu viel vor. Ja gut, ich wollte eigentlich gerade anfangen, das Abendbrot zu machen, aber dann warten wir noch eine halbe Stunde oder wie lange geht das da bei den Streitschlichtern? Oh nein, sie hat nicht gesagt, wie lange sie jetzt noch da ist. Och nein, was mache ich denn jetzt? Mama, ja, ich kann sie genau nicht so sagen. Also ich kann nicht... So eine Stunde vielleicht oder vielleicht eine halbe Stunde, kommt auf die anderen an. Also die Übungen sind etwas schwierig und sie muss die Übungen sehr gut vorbereiten. Und es kommt darauf an, ob die anderen auch so schnell sind wie sie. Keine Ahnung. Klasse, dann haben wir jetzt hier noch eine halbe Stunde, um Mathe zu lernen. So, jetzt hol schon mal deine Sachen raus und ja, dann komme ich und wir gehen alles einmal durch. Du musst gut vorbereitet sein morgen und Mama hilft dir.